Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Sprechstunde Altona. Mein Name ist Uwe Kehler, ich bin der Leiter der neurochirurgischen Abteilung hier in der Asklepios Klinik Altona. Und wir wollen heute über die Trigeminusneuralgie, den gemeinen Gesichtsschmerz sprechen und was man eigentlich machen kann, wenn die Medikamente nicht mehr helfen. Zunächst möchte ich Ihnen ein bisschen hier sehen Sie nochmal unsere Klinik. Zunächst möchte ich Ihnen aber ein bisschen was über die Neurochirurgie erzählen. Was ist eigentlich die Neurochirurgie? Was macht die Neurochirurgie? Und Sie sehen hier auf diesem Bild schon mal, die Neurochirurgen behandeln eigentlich Tumoren, Nervenverletzungen und Gefäßerkrankungen überall am Körper, dort, wo auch Nerven oder Gehirn oder Rückenmark und Wirbelsäule sind. Ein großer Schwerpunkt bei uns in Altona sind zum Beispiel die Hirntumore. Hier sehen Sie mal so ganz verschiedene, mehr oder weniger gute oder schwere Hirntumore, die wir aber hier routinemäßig behandeln und die man heute auch erstaunlich gut behandeln kann. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Gefäßmissbildungen, so Hirnblutungen, Hirnaneurysmen, Angiome, Gehirnschwämme und so weiter. Und hier haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Neuroradiologen und den Neurologen in unserem neurovaskulären Netzwerk. Ein weiterer Schwerpunkt und sozusagen auch das Alltagsgeschäft, das sind die Wirbelsäulenerkrankungen, die Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule mit Bandscheibenvorfällen, Stenosen, wie Sie das hier sehen, die wir Tag ein, Tag aus behandeln und die man heute auch, wenn die Indikation gut ist, mit sehr gutem Erfolg behandeln kann. Der nächste große Schwerpunkt, das ist der sogenannte Alterswasserkopf oder Altershirndruck. Bei uns in der Fachsprache heißt es Normaldruckhydrocephalus. Eine relativ häufige, aber doch sehr unbekannte Erkrankung, viel häufiger zum Beispiel als ein Parkinson. In Hamburg sind etwa 20.000 Menschen davon betroffen. Und man kann diese Erkrankung sehr gut behandeln. Die Erkrankung zeigt sich klinisch mit einer Gangstörung, einer Demenz und einer Inkontinenz, wobei gar nicht alle drei Symptome dabei zusammen vorkommen müssen. Wir werden in diesem Jahr auch den großen Weltkongress über den Hydrocephalus hier in Hamburg ausrichten. Hier sehen Sie einmal, was für Gerätschaften wir in der Neurochirurgie benutzen. Die Neurochirurgie ist so eine Hightech-Medizin. Da haben wir Neuronavigation im Gehirn, wie Sie das zum Beispiel auch mit der Navigation vom Auto kennen. Aber wir können genau sagen, dann wo wir sind, wo die wichtigen Regionen kommen. Mit dem Mikroskop können wir alles sehr viel besser sehen, aber uns reicht das Mikroskop alleine gar nicht, sondern wir müssen oder blenden uns viele Zusatzinformationen in das Endoskop hinein. Oder hier zum Beispiel sehen Sie ein Gerät, mit dem wir die Hirnfunktion monitoren können während der Operation. Alle solche Sachen machen die Operation heute viel, viel sicherer am Gehirn. Hier sehen Sie das nochmal, das Operationsmikroskop. Und hier können wir zum Beispiel Tumoren anfärben, wo wir dann den Tumor erkennen, wo noch Tumor ist oder wo normales Hirngewebe ist. Wir können auch die Navigation zum Beispiel einblenden, dass wir wissen, wo denn die wichtigen Hirnregionen kommen, die wir sparen müssen. Die Neurochirurgie in Altona besteht aus einem Ärzteteam von 4 Oberärzten, 2 zusätzliche Fachärzte, 5 Assistenzärzte und 1 Chefarzt. Wir machen etwa 1.800 Operationen im Jahr. Und was besonders wichtig für unsere Patienten ist, dass wir immer 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche für sie da sind. Es ist immer ein Neurochirurg hier vor Ort. Und wenn denn eine wichtige oder schwierige Sache oder Notfall da ist, kann der entsprechend auch versorgt werden. So, jetzt komme ich aber zu der Trigeminusneuralgie, wenn Medikamente nicht mehr helfen. Was ist eigentlich die Trigeminusneuralgie? Und der Trigeminusnerv, zunächst ist der Gesichtsnerv, der sensible Gesichtsnerv. Man nennt ihn auch Drillingsnerv, Trigeminusnerv oder Nervus trigeminus. Und der hat 3 Äste. Er hat einen Stirnast, einen Oberkieferast und einen Unterkieferast. Und bei der Trigeminusneuralgie kommt es zu blitzartig einschießenden Schmerzen in einen dieser Äste oder in mehrere Äste.
Diese Attacken sind häufig nur von wenigen Sekunden und man kann sie triggern, zum Beispiel durch Essen, durch Sprechen oder auch durch Berührung oder auch manchmal ein Luftzug reicht schon aus, um so eine Schmerzattacke auszulösen. Die Schmerzen sind so furchtbar, dass diejenigen, die diese Schmerzen haben, häufig auch an Selbstmord denken, wenn sie nicht entsprechend behandelt werden. Wichtig ist dabei, um das von anderen Schmerzsymptomen zu unterscheiden, es besteht kein Dauerschmerz und es bestehen auch keine Gefühlsstörungen, in der Regel keine Gefühlsstörungen. Jetzt geht es leider nicht weiter hier. Vielleicht können Sie mir helfen. Die Trigeminusneuralgie im Verlauf ist so ein bisschen schwankend und man hat häufig mal so kurze Phasen, dann wird es wieder gut, dann kommen aber neue Phasen und die Phasen werden mit der Zeit immer schlimmer und die schmerzfreien Phasen, wie hier noch relativ lang, werden in der Regel immer kürzer. Also insgesamt handelt es sich um einen progredienten Verlauf, einen zunehmenden Verlauf dieser Erkrankung. Und es ist eine Erkrankung, die selten bei Kindern ist. Meistens ist sie erst so um das 50. Lebensjahr und höher. Sie ist selten, wie Sie hier sehen, das sind so etwa 5 Patienten auf 100.000 pro Jahr. Das bedeutet, in Hamburg haben wir etwa 100 Patienten. Und Frauen sind etwas häufiger betroffen. Und wenn man einen hohen Blutdruck hat, hat man auch ein etwas höheres Risiko für eine Trigeminusneuralgie. Wie kommt es nun dazu? Wenn Sie hier einmal den Trigeminusnerven sehen, hat der Trigeminusnerv mehrere Fasern, nämlich für die Berührungsempfindung und für die Schmerzempfindung. Die Berührungsempfindungsfasern haben eine relativ dicke Isolierschicht. Wenn hier ein Gefäß raufdrückt, ist erstmal noch gar nichts los. Wenn dieses Gefäß aber immer mehr raufdrückt, und das ist halt, wenn wir älter werden, dann werden diese Gefäße ein bisschen länger und drücken stärker darauf, so wie Sie das hier sehen, die werden ein bisschen breiter. Und dann kann es sein, dass diese Isolierschicht von dem Nerven zerstört wird durch diesen Druck. Und dann kann es sein, dass sie irgendwo gegenkommen, eine Berührung auslösen und dieser Berührungsreiz, der kommt am Trigeminusnerv entlang und springt dann plötzlich auf eine Schmerzfaser. Deshalb können Sie das so triggern und plötzlich schießt das dort ein. Diese Schwachstelle vom Trigeminusnerv ist besonders kurz bevor der Trigeminus in den Hirnstamm, in das Gehirn selbst hineingeht oder rauskommt. Und das werde ich Ihnen nachher nochmal zeigen, wo das ist und wo man dann besonders darauf achten muss. Diese Erregungsleitung, diese Kurzschlüsse nennen wir IPFAPS. Sie können sich das vorstellen, letztendlich wie so ein Kurzschluss in einem Kabel. Und damit können Sie auch ganz gut verstehen, wenn Sie so einen Kurzschluss haben am Anfang, können Sie das Kabel vielleicht noch mal ein bisschen hinlegen, dann funktioniert es wieder. Und dann funktioniert das eine Zeit und dann kommt jemand dagegen, müssen Sie wieder hinlegen. Und es wird halt immer schlechter und so ist es auch bei der Trigeminusneuralgie, dass sie über die Jahre immer schlechter wird. Und hier sehen Sie mal so ein Korrelat von so einer Kompression des Nerven. Das ist hier der Trigeminusnerv und hier piekt geradezu so ein Gefäß in den Nerven rein. Und dass der Nerv das gar nicht gerne hat und dass da so ein Schaden entstehen kann, wie ich Ihnen das gerade gezeigt habe, kann man ganz gut verstehen. Die Trigeminusneuralgie ist von der Symptomatik eigentlich leicht zu erkennen. Wenn Sie das hören, jemand hat diese einschießenden, triggerbaren Schmerzen in einem dieser drei Äste oder in zwei oder drei dieser Äste, dann ist das eigentlich relativ klar. Natürlich müssen Sie diese Patienten untersuchen und Sie müssen sie auch mit einer Bildgebung, mit einer Kernspintomographie, am besten mit einer Kernspintomographie, wenn das nicht möglich ist, aber auch mit einer Computertomographie zu untersuchen. Man muss nämlich auch schauen, ob es noch andere Gründe dafür gibt. Es könnte zum Beispiel mal einen Tumor geben, der so etwas verursacht. Hier sehen Sie mal eine solche Kernspintomographie. Kernspintomographie und MRT, das ist das Gleiche, nur ein anderes Wort dafür. Und hier sehen Sie das Gehirn, das ist der sogenannte Hirnstamm, das Kleinhirn. Und hier ist der Trigeminusnerv auf der einen Seite, der Trigeminusnerv auf der anderen Seite. Das ist ein
guter, nicht bedrängter Trigeminusnerv. Und hier sehen Sie, dass hier so ein kleines Ding hier reindrückt. Hier habe ich das nochmal auf der rechten Seite deutlich vergrößert. Dieses ist so eine Gefäßschlinge, die in den Nerven hineindrückt. Und das war das Bild von diesem, was ich auch intraoperativ gerade Ihnen gezeigt habe. Es ist so, dass diese Gefäß-Nervenkonflikte gar nicht so ganz einfach zu erkennen sind. Und deshalb sollte immer ein erfahrener Behandler dieses hier anschauen. Und hier sehen Sie zum Beispiel, hier war ein Patient bei mir und da steht drin, in der Beurteilung der Kernspintomographie insbesondere kein Nervengefäßkontakt. Aber sehen Sie mal hier, das ist dieser Trigeminusnerv, hier ist das Gefäß und hier sehen Sie auch den Trigeminusnerv und dieses Gefäß, was hier gegen den Trigeminusnerven drückt. Also das sollte immer jemand beurteilen, der auch besondere Erfahrung damit hat. Hier sehen Sie nochmal einen anderen Befund, ein ganz großes Gefäß. Hier ist der Trigeminusnerv und hier, das ist ja, sieht für uns aus wie ein Ofenrohr, ein ganz großes Gefäß, was sich hier reindrückt. Ein Trigeminusnerv, der normalerweise hier langlaufen würde, muss hier jetzt so eine Kurve um dieses Gefäß herum machen. Was gibt es für andere Erkrankungen, die so was täuschend Ähnliches machen können? Das ist insbesondere die Multiple Sklerose. Bei der Multiplen Sklerose kommt es ja auch zu so Entmarkungsherden und die diese Isolierschicht behindern. Deshalb können da auch sehr leicht, wenn das in der richtigen Region ist, diese Impulse von den Berührungsempfindungen auf die Schmerzfasern überspringen. Daran muss man immer denken, Multiple Sklerose. Bei Trigeminusverletzungen hat man zwar häufig Schmerzen, das sind meistens aber Dauerschmerzen, nicht diese einschießenden Schmerzen. Dagegen Raumforderungen oder Tumoren in der hinteren Schädelgrube, die können genauso auf den Nerven drücken wie ein Gefäß und können dann auch eine solche Trigeminusneuralgie mit verursachen. Und da gibt es auch andere, weniger häufige Erkrankungen, irgendwelche entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Sarkoidose oder Lepra. Aber manchmal ist zum Beispiel auch einfach der Zahnschmerz gar nicht ganz einfach davon zu unterscheiden. Aber wenn Sie dann sehen, durch das Triggern an der Haut kommt es zu einem einschießenden Schmerz, dann können Sie das meistens auch von Karies oder Nasennebenhöhlenentzündungen unterscheiden. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Patienten, der eine MS gehabt hat. Hier ist der Hirnstamm und hier sehen Sie so einen weißen Fleck. Das ist so ein Entmarkungsherd. Auf dieser Seite besteht er gar nicht. Und hier ist der Trigeminus und hier, wo die Trigeminusfasern weiter langziehen, da entstehen diese Kurzschlüsse. Das ist aber für die Behandlung dann etwas anderes. Hier haben Sie noch einen anderen Patienten auch auf der Gegenseite. Hier ist der Trigeminusnerv, hier auch so ein Entmarkungsherd. Und hier sehen Sie zum Beispiel mal einen Tumor. Das ist ein Patient, der auch eine typische Trigeminusneuralgie gehabt hat und der hat hier einen gutartigen Hirnhauttumor, der aber genau dort, wo der Trigeminus läuft, draufdrückt. Ich glaube, ich habe hier auch mal die Bilder, genau. Hier sehen Sie, dass während der Operation, dass dieses hier ist der Tumor. Dieses ist hier dieser Tumor und der Trigeminusnerv läuft hier unten drunter. Und jetzt hebe ich den Tumor oder drücke den so ein bisschen zusammen und da können Sie diesen Nerven ganz gut sehen. Da ist auch relativ einfach für den Neurochirurgen, der reseziert diesen Tumor, er nimmt ihn weg und damit ist dann auch die Trigeminusneuralgie in diesem Fall zum Beispiel gut behandelt. Wenn jemand eine Trigeminusneuralgie hat und wir wissen jetzt, er hat sie, wir haben die Bilder gesehen, ist kein Tumor, keine MS dahinter, was machen wir eigentlich mit dem Patienten? Die Patienten kriegen erstmal Medikamente und mit Medikamenten kann man eine Trigeminusneuralgie praktisch immer, zumindest anfangs, sehr gut behandeln. Das Parademedikament ist dabei Carbamazepin, relativ altes Medikament, was man auch einsetzt gegen epileptische Anfälle. Und dieses Medikament ist so effektiv, zumindest am Anfang, dass man sagen muss, wenn jemand nicht darauf anspricht, dass man Zweifel haben muss daran, ob er überhaupt eine Trigeminusneuralgie hat.
Leider ist das so, und auch wie all diese anderen Medikamente, dass sie mit der Zeit häufig über die Jahre, manchmal sogar über die Jahrzehnte, dann aber einen Wirkungsverlust erleiden und man die Medikamente immer höher steigern muss. Und dann machen diese Medikamente natürlich noch zunehmend Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Schläfrigkeit, Konzentrationsstörung und so weiter. Und dann muss man sich überlegen, was macht man weiter. Aber anfangs funktioniert diese medikamentöse Therapie hervorragend. Hier habe ich Ihnen das schon mal vor den typischen Verlauf gezeigt. Und leider ist es halt auch so, dass die Schmerzen dann mit der Zeit eher schlimmer werden und die schmerzfreien Phasen immer kürzer werden. Und dann ist die Frage natürlich, wenn die Medikamente nicht mehr helfen oder aber die Nebenwirkungen der Medikamente unerträglich sind, was nun? Und da kommt dann der Neurochirurg ins Spiel. Entschuldigung. Es gibt ja im Wesentlichen drei verschiedene chirurgische Verfahren. Es gibt drei Verfahren. Einmal die Thermoläsion des Ganglion Gasseri, das bedeutet die Verödung. Ich werde Ihnen das gleich ein bisschen näher erläutern. Dann gibt es ein Verfahren, wo man die Trigeminusneuralgie ganz gut mit heilen kann, die mikrovaskuläre Dekompression. Und wenn das beides nicht in Frage kommt, kann man die Patienten möglicherweise auch bestrahlen mit einer sogenannten stereotaktischen Bestrahlung. Hier sehen Sie einmal, was man macht bei der Thermoläsion des Ganglion Gasseri. Hier sehen Sie nochmal, wie dieser Drillingsnerv aussieht mit diesen drei Ästen. Und man kann mit einer Nadel vom Mund herkommen oder neben dem Mund herkommen, durch die Schädelbasis, das in die Umschaltstelle des Trigeminusnerven diese Nadel vorschieben. Hier sehen Sie das, wie ich das bei einer Patientin mache, etwa 2 Zentimeter neben dem Mund. Und ich steuere das unter der Durchleuchtung. Das kann man auch in der CT machen, aber es geht, wenn man das häufig macht, unter Durchleuchtung sehr viel schneller und einfacher. Und dann habe ich hier so ein Stimulationsgerät und kann dann diese Stelle vom Trigeminusnerven veröden. Und das hat auch eine relativ hohe Erfolgsquote. Das Problem leider ist, dass Patienten manchmal Gefühlsstörungen hinterher haben und dass vor allen Dingen der Schmerz in der Regel nach 1 bis 3 Jahren wiederkommt. Die Schmerzfreiheit 85 bis sogar 90%, aber die Rezidive sind, wie gesagt, sehr häufig. Und deshalb sind wir froh, dass wir ein anderes Verfahren haben, die sogenannte mikrovaskuläre Dekompression, die vor 40, 50 Jahren Herr Janetta besonders publik gemacht hat. Deshalb nennen wir sie auch Janetta-Operation. Was man dabei macht, ist, dass man ein Gefäß, was hier raufgedrückt hat, abpräpariert und gegebenenfalls auch ein kleines Schwämmchen dazwischen legt, damit es keinen neuen Gefäß-Nervenkonflikt gibt. Sie sehen das, wie wir das hier bei einer Operation machen. Der Patient liegt auf dem Rücken, der Kopf wird ein bisschen zur Seite gedreht. Hier sitze ich am Mikroskop. Ist hier diese ganze Mikroskopoptik drin. Tatsächlich muss ich meine Arme relativ weit ausstrecken, um gut ranzukommen, aber damit sie nicht müde werden, habe ich hier so Unterstützung für die Arme, auf denen die schön aufliegen, dass ich eigentlich nur meine Hände noch bewegen muss. Hier sieht man, wie ich dann die Hirnhaut aufgemacht habe im Bereich des Kleinhirns hinter dem Ohr. Und man sieht hier das Kleinhirn und dann gehe ich durch diesen Spalt in die Tiefe und sehe hier den Trigeminusnerv. Das hier ist der Trigeminusnerv und der ist normalerweise ganz schlank und Sie sehen hier so eine Ausbeulung. Und hier geht nämlich hier ein Gefäß, das kommt von hier lang, das macht hier so eine Schleife, piekt sozusagen auch in den Nerv und geht dann wieder hier hinten entlang. Und hier habe ich jetzt ein paar Videos hier von, oder nicht Videos, sondern ein paar Bilder von dieser Operation dabei. Sie sehen hier nochmal, hier drunter liegt dieses Gefäß und dieses Gefäß habe ich dann langsam herauspräpariert und auf die andere Seite des Nervens geschlagen oder hervorgeholt. Und Sie sehen hier, dass das nicht nur eine Gefäßschlinge ist, sondern da ist auch noch ein zusätzlicher Ast abgegangen. Was Sie außerdem sehen, dass diese Ausbuchtung des Nervens ist gar nicht mehr da.
Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Angst, dass es vielleicht von der anderen Seite noch gegendrücken könnte. Und dann habe ich hier also ein kleines Schwämmchen aus Teflon eingelegt, damit es nicht zu einer anderen Störung kommen kann. Und dann macht man alles wieder zu. Sie sehen hier, der Schnitt war hinter dem Ohr und dann, wie die Wunde etwa 6 Wochen danach aussieht. Wie läuft das Ganze, wenn man diese Erkrankung hat? Man kommt natürlich erstmal in das Krankenhaus, man wird dort beraten, man klärt, ob denn eine entsprechende Operationsindikation besteht und welches OP-Verfahren ausgewählt werden soll. Und wenn man so eine mikrovaskuläre Dekompression oder Janetta-Operation macht, bedeutet, dass man am OP-Tag dann aufgenommen wird. Man ist eine Nacht auf der Intensivstation. Die Operation dauert etwa 1,5 Stunden und etwa 4-5 Tage danach kann man wieder nach Hause. Die Fäden werden etwa 2 Wochen später entfernt. Und die Schmerzen sind in den meisten Fällen bereits weg oder wesentlich besser. Und wenn sie weg sind, kann man langsam auch die Medikamente reduzieren. Je häufiger die Operation durchgeführt wird, desto weniger Komplikationen hat man. Das ist natürlich wie mit allen Sachen, die man häufig macht. Aber trotzdem gibt es ein paar Komplikationsmöglichkeiten, zum Beispiel, dass Hirnnervenwasser ausläuft, dass man eine Nachblutung bekommt, vielleicht auch mal eine Wundheilungsstörung. Aber insgesamt ist es eine sehr sichere Operation. Und Sie müssen immer bedenken, auch wenn Sie hier sehen, Gefühlsstörung, Hörstörung, Gefühlsstörung bekommen Sie eigentlich immer, wenn Sie auch oder ganz häufig, wenn Sie diese Verödung machen. Eine Lebensgefahr besteht tatsächlich auch, wenn Sie diese Medikamente sehr hoch dosiert übernehmen müssen, weil Sie dann unsicher auf den Beinen sind und möglicherweise stürzen. Und wenn man das häufig macht, ist es einfach sehr viel sicherer und auch die Ergebnisse werden besser. Hier sehen Sie nochmal die Erfolgsquoten von den verschiedenen Verfahren. Ich hatte jetzt die Bestrahlung noch nicht näher beschrieben. Bei der Bestrahlung wird von allen Seiten bestrahlt und dann wird genau auf der Stelle, dort wo der Nerv geschädigt ist, die Strahlendosis fokussiert. Und hier sehen Sie nochmal die Ergebnisse. Beschwerdefreiheit oder wesentliche Besserung liegt in der Literatur so bei der Janetta-Operation bei 80%, über 80%, bei der Thermoläsion sogar noch ein bisschen höher, bei der Bestrahlung doch deutlich niedriger. Ich habe gerade vor ein paar Wochen eine Doktorarbeit zurückbekommen aus meinem Hause und da bin natürlich glücklich, dass bei uns die Erfolgsquote nach 5 Jahren immer noch 90% ist, also höher als in der Literatur hier oder in dieser Literatur eigentlich ist. Komplikationen, ja, es gibt immer es gibt bei jeder Operation eine Komplikationsmöglichkeit. Es gibt leider keine absolute Sicherheit, aber genauso gehen Sie natürlich auch ein Lebensrisiko ein, wenn Sie mit dem Auto oder mit dem Fahrrad ins Krankenhaus fahren. Sie können ja einen Verkehrsunfall oder sonst etwas haben. Absolute Sicherheit gibt es leider nicht. Leider gibt es bei den Operationen oder bei den Behandlungen auch Rezidive. Aber da ist auch das Rezidiv bei diesen Janetta-Operationen am geringsten. Das bedeutet auch, oder warum ist das so? Weil wir ja häufig dadurch, dass wir den Gefäß-Nerven-Konflikt beseitigt haben, eigentlich die Ursache ja behoben haben und es damit geheilt haben. Aber dieses gelingt halt nicht in allen Fällen, aber in den meisten Fällen doch. Thermoläsion, hatte ich schon gesagt, ist viel häufiger auch und auch bei der Bestrahlung gibt es häufiger die Rezidive. Nun gibt es eine ganze Menge andere Erkrankungen, die auch durch Gefäß-Nerven-Konflikte ausgelöst sind. Nicht nur die Trigeminusneuralgie, es gibt zum Beispiel auch den Hemispasmus facialis. Da kommt es zu so einem einseitigen Zucken der Gesichtshälfte, wie Sie das hier sehen, die aus einem ganz ähnlichen Mechanismus her entsteht, oder diese Erkrankung. Dann gibt es eine sogenannte Glossopharyngeusneuralgie mit einem anderen Nerven. Bei dieser Erkrankung hat man hinten tief im Rachen und tief im Ohr diese einschießenden Schmerzen. Es gibt aber auch Schwindelattacken, die nur wenige Sekunden anhalten, wo die Patienten manchmal hinstürzen, sich vielleicht sogar noch was brechen. Diese Schwindelattacken können 50 mal, 100 mal am Tag auftreten und die Patienten sind tatsächlich schwerst geschädigt mit diesen Erkrankungen.
Und alle diese Erkrankungen kann man sehr gut auch mit einer mikrovaskulären Dekompression behandeln. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Patientin, die einen solchen Hemispasmus facialis haben, wo sich das ganze Gesicht hier zusammenzerrt. Und Sie sehen, hier ist der Facialisnerv, hier ist ein Gefäß, man kann das schwer erkennen, hier so eine Schlaufe, die dann gegen diesen Nerven drückt. Und hier sehen Sie das während der Operation. Das ist natürlich das Beste, wenn man das so behandeln kann. Manche, die Angst vor einer Operation haben, lassen sich dann ganz gerne Botox spritzen. Bei Botox kann man hier eine Lähmung des Nervens sozusagen künstlich durch dieses Botox erzeugen. Das hält aber immer nur 3 Monate und man müsste das eigentlich lebenslang alle 3 Monate wiederholen. So, jetzt habe ich Ihnen eine ganze Menge erzählt. Jetzt will ich da nicht zu sehr nochmal drauf rumreiten. Einmal kurz zusammenfassen. Die Trigeminusneurologie ist durch die Symptome, die Anamnese und die Untersuchung sehr gut diagnostizierbar. Man muss bei seinen Untersuchungen auch immer andere Ursachen ausschließen. Ganz wichtig. Und die medikamentöse Behandlung ist bei der Trigeminusneurologie sehr erfolgreich, zumindest am Anfang. Wenn sie gar nicht erfolgreich ist, muss man auch Zweifel daran haben, ob es wirklich eine typische Trigeminusneurologie ist. Die Operationstechnik mit der mikrovaskulären Dekompression verspricht häufig eine Heilung. Sollten oder bei Versagen der Operation oder bei Kontraindikation gegen die Operation gibt es zum Glück Alternativmethoden zur Behandlung. Und das ist insbesondere die Thermoläsion des Ganglion gastri, also die Verödung dieses Umschaltknoten oder aber auch mal die stereotaktische Bestrahlung. Hohe Fallzahlen sind wichtig. Sie sehen hier das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe über 500 solcher Operationen gemacht. Am Anfang, die ersten Operationen, da habe ich über 4 Stunden an so einer Operation gesessen. Heute brauche ich 1 bis 1,5 Stunden für eine solche Operation und die Ergebnisse sind sehr, sehr viel besser. Deshalb ist es wichtig, dass man in Kliniken sich subspezialisiert, dass man so Superspezialisten für einzelne Erkrankungen hat, damit dann die Ergebnisse insgesamt auch besser werden und man das auch sogar noch schneller erreicht. Damit bin ich am Ende mit meinem Vortrag und danke sehr, dass Sie mir zugehört haben und stehen jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Sie können jetzt hier in den Live-Chat gerne etwas eintragen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenn Sie irgendwas nicht verstanden haben oder noch irgendetwas genauer wissen wollen, dann schreiben Sie das gerne da rein. Diese Erkrankung wird, weil das so schlimme Schmerzen sind, im Volksmund auch gerne Tic douloureux und vor allen Dingen Selbstmordkrankheit, Suicide Disease genannt, weil diese Schmerzen wirklich so schlimm sind und von den Betroffenen wirklich als die schlimmsten vorstellbaren Schmerzen bezeichnet werden. Hier kommt jetzt eine Frage, wie lange dauern die einzelnen Eingriffe? Ich habe ja gesagt, es hängt so ein bisschen von der Erfahrung des Operateurs ab. Es hängt aber auch davon ab, ob dieser Gefäß-Nervenkonflikt nun kompliziert ist oder weniger kompliziert ist. Aber in der Regel ist es, wenn einer sehr erfahren ist, dauert das 1,5 Stunden etwa. Diese Thermoläsion, diese Verödung, die dauert in der Regel nur 1/2 Stunde, aber es kann auch mal da ein bisschen kompliziert sein, dass es ein bisschen länger dauert. Bei der Bestrahlung, das ist häufig in wenigen Minuten getan, aber Sie müssen natürlich die Bestrahlung, das Gamma-Knife oder Cyber-Knife, was immer Sie benutzen dafür, so einstellen und das dauert natürlich dann auch nochmal ein bisschen. Jetzt kommt die nächste Frage, mit welchen Symptomen ist nach der Jeannette-Operation zu rechnen? Wie fit ist man? Wie lange sollte man auf Arbeit und Sport verzichten? Das ist schwer ganz allgemein zu sagen. Nach der Operation hat man in den ersten
Tagen, vielleicht auch noch eine Woche ein bisschen Schmerzen im Bereich der Wunde, weil die Wunde auch bis in die Muskulatur des Halses reingeht. Das ist aber nach ein paar Wochen eigentlich schnell weg. Wichtig ist, bei jeder Gehirnoperation darf man 3 Monate kein Auto fahren. Wenn man aber dann diese 3 Monate überstanden hat, kann man alles wieder ganz normal machen. Es gibt manche, die sind nach 10 Tagen, 2 Wochen so fit, dass sie wieder voll arbeiten können. Manche haben ein bisschen Schwierigkeiten in den ersten Wochen. In der Regel ist man aber nach 4 bis 6 Wochen eigentlich so fit, dass man praktisch alles machen kann. Es gibt manche, wie gesagt, früher, manche, die ein bisschen länger brauchen. Mit der Arbeit kann man in aller Regel, wenn man keine schwer körperlichen belastenden Arbeiten hat, nach 2, 3 Wochen schon wieder beginnen, spätestens eigentlich nach 4 Wochen. Mit dem Sport muss man, wie nach jeder Operation, auch nach Knieoperation, Gelenkoperation, sich immer langsam rantasten und langsam steigern und schauen, wie gut man das verträgt. Das ist die nächste Frage hier. Muss man für die Diagnostik die Medikamente vorher absetzen? Nein, das brauchen Sie nicht. Es ist so, die Diagnostik, die ist, wenn Sie sie beschreiben, so typisch. Und in der Regel ist es ja so, dass man, wenn man den Chirurgen aufsucht, die Medikamente schon nicht mehr ausreichen. Sie sollen die dann auf keinen Fall absetzen, um dann vielleicht nochmal zu demonstrieren, wie schlimm das ist. Schmerzen, die dann noch so durchkommen, trotz der Medikamente, die reichen in aller Regel aus. Und auch Ihre Beschreibung, wenn Sie uns sagen, naja, wenn Sie hier gegenkommen, gegen die Wange, und dann schießt das plötzlich hier in den Oberkiefer und in die Oberlippe ein, das reicht uns in aller Regel völlig aus. Und für diese bildgebende Diagnostik können Sie natürlich, für die bildgebende Diagnostik, das bedeutet für die Kernspintomographie, können Sie natürlich die Medikamente ganz normal belassen. Sie sollen da ja nicht zusätzlich leiden. So, jetzt kommt noch eine Frage. Würde man die Janette-Operation gleich an beiden Seiten durchführen, wenn im MRT ein Gefäßnervenkontakt beidseits gesehen wird, momentan aber nur links die Schmerzen auftreten? Das ist eine sehr wichtige Frage und sehr gute Frage. Man muss sagen, dass man Gefäßnervenkontakte häufig hat, auch bei Patienten, die überhaupt gar keine Schmerzen haben. Und die soll man bloß in Ruhe lassen. Man soll da nicht irgendwelche, wie wir sagen, Röntgenbildkosmetik machen. Außerdem wäre das sowieso jetzt bei dieser Frage auf beiden Seiten ja eine ganz andere Operation, nämlich mal eine rechts, eine links. Aber nein, man würde ausschließlich nur die symptomatische Seite operieren und niemals einen Gefäßnervenkontakt deshalb operieren, weil er auf dem Bild da ist, aber keine Beschwerden machen. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Also wenn Sie links Schmerzen haben, wie es hier steht, und mit dem Medikament nicht zurechtkommen, würde man natürlich auch nur links operieren. Hier kommt jetzt eine weitere Frage. Habe die Verödung machen lassen vor 3 Jahren. Jetzt meldet der Nerv wieder. Habe die Trigeminusneuralgie seit 5 Jahren. Brauche ich eine Überweisung vom Neurologen? Nein, Sie brauchen keine Überweisung vom Neurologen. Das kann auch der Hausarzt machen. Es ist allerdings so, dass wir für diese Erkrankung, wenn wir klären sollen, ob das möglicherweise was zu operieren ist oder nicht zu operieren ist, bei uns eine Einweisung dafür brauchen, auch wenn sie gar nicht stationär kommen. Aber wir müssen einmal das dann abklären. Wir nennen das einen sogenannten prästationären Aufenthalt, der aber genauso wie in einer Sprechstunde letztendlich verläuft. Und da klären wir das ab. Das muss nicht vom Neurologen kommen, kann natürlich von jedem niedergelassenen Arzt kommen, nicht nur vom Neurologen, auch vom Hausarzt. Okay, jetzt kommt die nächste Frage. Gibt es einen Zusammenhang zwischen unscharfen Sehen und der Trigeminusneuralgie oder ist das eher eine Nebenwirkung von Tramadol? Es ist so, wenn Sie eine Trigeminusneuralgie haben und dieses Carbamazepin oder die sogenannten Medikamente gegen die epileptischen Anfälle nehmen in einer relativ hohen Dosierung, dann können Sie mal so ein bisschen
Doppelbilder bekommen und dadurch Sehstörungen bekommen. Durch das Tramadol ist das eher ungewöhnlich, dass sie da Sehstörungen bekommen. Jetzt kommt eine weitere Frage hier rein. Guten Abend, danke für den Vortrag, bitteschön. Bei mir liegt eine Schädigung des Nerven zweiter Ast vor und ich habe Dauerschmerzen, Druck, Brennen, Missempfindung im Gesicht. Zusätzlich starke Schmerzschübe mit Zittern des Körpers bis hin zum Bewusstseinsverlust, Lärm, Wind, Kälte, Stress etc. Medikamente haben anfangs geholfen, wurden später aufgrund der vielen Nebenwirkungen abgesetzt. Gibt es für diese Form auch alternative Behandlungen, Erfahrungen etc.? Bei der Trigeminusneuralgie, die ich jetzt hier berichtet habe, handelt es sich um eine sogenannte typische Trigeminusneuralgie mit diesen einschießenden, nur sekundenartigen Schmerzen. Das, was hier jetzt gerade beschrieben worden ist mit der Verletzung, ist ja etwas ganz anderes. Da helfen hilft diese Operation mit der mikrovaskulären Dekompression gar nicht. Und bei diesem Medikament muss man, bei diesen Dauerschmerzen nach den Verletzungen kann man diese Medikamente ausprobieren, aber man kann auch andere Schmerzmittel hier ausprobieren. Da bei solchen Schmerzsyndromen sind sie tatsächlich am besten in einer Schmerzambulanz aufgehoben, um dort die beste Einstellung zu finden. Aber operative Eingriffe bei diesen Zuständen nach Verletzung des Nervens helfen diese Verfahren, die ich Ihnen gerade erzählt habe, nicht. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich geblieben bin. Mit welchen Symptomen ist nach der Jeannette-Operation, das hatten wir schon. Jetzt habe ich hier, wenn Sie mit zweimal täglich 200 Milligramm Pregabalin noch schmerzfrei sind, würden Sie dann schon aktiv werden? Anfangs reichten zweimal 50 Milligramm aus. Nein, wenn Sie mit den Medikamenten sehr gut zurechtkommen und keine Nebenwirkungen haben, dann können Sie diese Medikamente in der Regel so weit steigern und wir würden nicht aktiv werden. Sobald Sie aber Nebenwirkungen von den Medikamenten haben oder die Schmerzen damit nicht ausreichend behandelt werden, Nebenwirkungen können übrigens auch sein, dass die Leberwerte hochgehen bei diesen Medikamenten, dann würden wir über eine Operation nachdenken. Aber vorher würden wir bei den Medikamenten es belassen. So, ich glaube, das war's. Wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr kommen, hoffe ich, dass Ihnen diese Information über die Trigeminusneuralgie geholfen hat, falls Sie selbst betroffen sind oder Angehörige haben oder einfach, dass Sie dieses Krankheitsbild einmal näher kennengelernt haben und gesehen haben, was die Neurochirurgen heute da doch ganz gut behandeln können und wie sie das behandeln können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen weiteren Maiabend. Auf Wiedersehen.